Der Bruder fragt, wenn ich aus dem Kopf den Koran rezitiere, während ich im Bus bin, in der Bahn, anderswo, bekomme ich den gleichen Lohn, als ob ich vom Koran rezitiere? Hier sagen die Gelehrten, es kommt darauf an, wie sehr deine Demut ist. Und diejenigen, die sagen, es ist besser, vom Mushaf zu rezitieren, haben keine expliziten Beweise dafür. Es gibt Brüder, die sagen, es ist besser, vom Mushaf zu rezitieren. Okay, gib mir den Delil. Gib mir den Beweis. Hatten die Sahaba alle einen Mushaf? Nein, hatten sie nicht. Der Mushaf war selten. Der eine hatte Mushaf, der andere nicht. Deswegen sagen die Gelehrten hier, die beste Rezitation, die du machen kannst, für die du auch den starken Lohn bekommen kannst, ist die Rezitation, die dir am meisten Demut bringt. Deswegen bist du Herr deiner selbst. Der eine sagt, ich bekomme mehr Demut und mehr Angst vor Allah und mehr Liebe zu Allah, wenn ich von meinem Kopf lese. Der andere sagt, nein, ich muss vom Mushaf lesen. Der andere sagt, vom Handy. Vom Handy zu lesen ist für mich besser. Und jeder, so wie er, wie sein Empfinden ist. Der eine, wie gesagt, bekommt mehr Demut dadurch, dass er vom Kopf rezitiert, der andere vom Koran, vom Mushaf, der andere vom Handy. Allah alam. Also da, wo er mehr Demut hat, bekommt er mehr Belohnung. Da, wo er mehr Demut hat, Khushu', bekommt er mehr Belohnung. Und es ist besser bei Allah. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban.